Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich sag mal nein. Deswegen habe ich jetzt nochmal hier F8 und so. In der Hoffnung, hier noch was zu finden. Irgendwas hat mich gerade gesehen, als ich hier rüber bin. Gesehen, gehört, wie auch immer. Wartet. Hier scheint aber nicht zu sein, oder? Ich werde wahrscheinlich gleich wieder laden. Ich wollte mal gucken, ob ich hier irgendwas sehe, was uns von Nutzen ist. Aber es sieht nicht so aus. Ach, das war wahrscheinlich er da. Gut, das war jetzt eh sinnlos, weil ich laden wollte. Aber warum nicht? Darauf ein Schluck Tee. Gut. Dann brauchen wir uns das nicht weiter anzugucken. Hier haben wir was. Unterkünfte. Gut, dann gehen wir da nochmal rein. Eieiei, da weiß ich nicht, wo du anfangen oder aufhören sollst hier, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das ganze Dämmermetall mitnehmen soll oder nicht, weil ein Teil davon kann man einschmelzen, aber halt nicht alles. Eigentlich brauche ich auch keine... Wohl. Es gibt später noch Dämmer-Armbrüste. Überall fallen man gar keine... Keine Dwemer-Wachen, ne? Keine Roboter. Weil ich erstmal die 10 Elfenpfeile, so. Tschüss. Pfeile wiegen zum Glück nichts, das ist sehr schön. Ja. Das klang nach einem Schaurus. Schießkunst auf 77 verbessert, okay. Da ist noch ein Falmerschlei, okay. Was war das denn? Ups. Achso, ich glaube, ich hatte auf der 3 noch die Ausdauertränke, ne? Also die Gifte.
hat's doch gerade gefunkt oben auf der Ecke. Jetzt ist die Frage, warum? Oh, der hat viel Zeugs dabei. Moos, Salz. Entweder ist oben irgendjemand auf irgendwas draufgetreten. Chaos. Toter Chaos. Chaos-Chitin. Das konnte man, glaube ich, auch zur Rüstung verarbeiten. Wo gehen wir denn lang? Oh, so. Entscheidung, Entscheidung, ne? Oh, schick. Ein Baum. Hab ich, glaube ich, noch gar nicht weiter gesehen in so einer Zwergenruine. Schick. Oh, Strom. Stroms Tagebuch. Wein. Die Säge wollte ich eigentlich nicht haben. Wartet mal. Mist. War doch eine Säge, oder? Gucken wir mal. Ja, meine Säge. Berge Strumpfs Tagebuch, Berge Erichs Tagebuch, Berge Krags Tagebuch, Berge Staubs Tagebuch. Okay. Dann werde ich mal ein bisschen vorlesen, auch wenn ich da sonst nicht so viel für zu haben bin. Aber das ist storyrelevant. Questrelevant, da mache ich mal eine Ausnahme, weil alles andere würde auch im Rahmen springen. Ich erwähne das ab und an mal für die Leute, die vielleicht jetzt gerade erst einschalten. Ich lese halt nicht alles vor, aber nur relevante Sachen dann halt, ne? Ich habe beschlossen, mit einer der Wachen zurückzubleiben und den Wohnbereich weiter zu dokumentieren, über den wir gestolpert sind. Ich schreibe dies nach bestem Wissen, aber durch das plötzliche Verschwinden der Dwemer ist es fast unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, was das alles ist. Der Baum bei den Neuen. Ich kann den Zweck dieses Baums nicht bestimmen. Er scheint aus dem Gebiet um Weißlauf zu stammen. Aber warum und wie er hierher gekommen ist, ist mir ein Rätsel. Ich glaube, er könnte ein Geschenk von der Oberwelt gewesen sein. Aber bei prachtvollen Umgebungen könnte es sich um eine Demonstration der Macht handeln. Ich werde in den Wohnbereichen in der Nähe nach weiteren Hinweisen suchen. Wohnbereiche. Bei einer näheren Untersuchung des Bereichs sieht es so aus, als beherbergte dieses Bauwerk zwei Clans oder Familien. Ich kann mir keinen anderen Grund für diesen Grundriss vorstellen. Vielleicht hat diese Gruppe diesen speziellen Bereich der Stadt beaufsichtigt. Ich muss meine Notizen mit denen der anderen Gebiete vergleichen. Wenn wir mehr von der Stadt entdecken, hoffentlich enthalten wir einige davon nähere Hinweise. Es sieht so aus, als wäre ein kleiner Flügel eingefallen und wenn die Expedition zurückkehren, können wir vielleicht einen Eingang ausgraben. In diesem Bereich der Ruinen haben sich allmählich Falmer zurückgeschlichen. Gut, dass ich hier nicht alleine bin. Wir haben einige der Bereiche abriegeln können, aus denen die Falmer vermutlich eingedrungen sind. Aber sie gelangen immer noch irgendwie zu uns. Gemeinsam können wir sie zurückhalten, aber wie lange dauert es noch, bis Staubin und die anderen zurückkehren? Ja, es ist wirklich, ich sagte ja auch, der Baum ist interessant. Ist halt ungewöhnlich. Oh, rote Bergblume. Haben wir das andere Ding gleich mitgenommen. Könnte wirklich eine Demonstration der Macht sein, dass die was unter der Erde zum Wachsen gekriegt haben. Andererseits könnte es auch ein Geschenk gewesen sein. Das ist richtig. Na, mal gucken. Ja, er ist halt Exitus.
Aber es waren doch mehr als ein Buch, ne? Das kenne ich schon, oder? Ja, das kenne ich schon. Das andere haben wir uns schon angeguckt. Pack den Bogen mal weg. Gerade nicht so relevant. Der Hebel ist Quatsch, glaube ich. Das ist auch Quatsch. Da ist er noch Farmer, die es erledigt hat. Ich bin zu fett, ich kann nichts tragen. Okay. Dann ab in den Stab. Zeitlupenmodus aktiviert. So. Und zwar das Erz. Saurus-Chitin, Kreisel, die Ebenerzbarren. Achso, ich wollte was schmieden und habe sie mitgeschleppt, ne? Ich erinnere mich. Golderz. Die Bequemerplatten. Das kann weg. Oh ja, das wiegt auch ordentlich. Ach ja, die gravierten Panzerhandschuhe, die waren auch halt sehr schick. Jedenfalls haben wir noch was zum Verzaubern üben. Das ist auch sehr schön. So den Schmuck. Ach, okay, der war Questgegenstand. Die behalte ich mal. Das behalte ich mal. Das ist Quest. Den behalte ich auch. Das kann weg. Das kann weg. Also erstmal. Das ist meiner. Das kann die Truhe. Ja, geht erstmal. So. Unser mobiles Lager, immer dabei. Wie gesagt, das ist echt schön. So einen habe ich, glaube ich, schon. Gut, starkes Gift des langsamen Leidens. Ja, wenn ich das hier so sehe. Okay. Das wirft gleich ein ganz anderes Blick auf die Dwemer, oder? Oder je nachdem, wenn es die Falmer waren. Oder es sind Dwemer-Gerätschaften, von daher. Nun. Der Baum ist echt schick. Aber mal ein Foto machen. Brauche ich vielleicht für ein Thumbnail später. Dann brauche ich hier nicht nochmal herlatschen. Ich
Ich meine, ich nehme mir das manchmal auch aus den Videos raus, aber da ist die Qualität dann ein bisschen was eine andere und lässt sich dann beim Nachbearbeiten, je nachdem, wie man es rausziehen kann, dann mache ich das lieber so. Mein Fehler, Entschuldigung. Fang den Pfeil, danke. Ach, guck mal an. Wen haben wir denn da aufgescheucht? Falmer Schattenmeister, Level 25. Und tschüss. Echt schick aus, so mit dem Ding hier, mit dem Esssaal. Na, wie er sich hier um die Ecke versteckt hat, ne, die Sau. Ne, das brauche ich beides nicht. So ein Steinbett ist bestimmt ungemütlich, selbst mit diesem Fell da drauf, was wahrscheinlich noch so die Decke ist. Aber jedem das seine, ne? Stab des Kettenblitzes. Aha. Schweres Metall hier so einfach so auf der Bettkante, wenn das nachts einmal am Kopf fällt, ist auch nicht schlecht. So einmal Dong, zack, hast es hinter dir. Dann haben wir diesen Bereich auch geklärt. Hier ist nichts weiter. Können wir mal auf die Karte schauen. Ja, da war eingestürzt. Genau. Huha. Ja, wie gesagt, so einmal so eine Ruine hier erkunden. Da sitzt man schon eine Weile. Das Spiel ist auch so verdammt groß. Ich habe heute gerade wieder in meine Steam-Bibliothek geschaut und dachte mir so, Scheiße. Ich habe aber zu viel Spiele und zu wenig Zeit. Das ist es halt. Ich meine, oh, welch shocking Moment. Ich habe 1020 Spiele aktuell auf meiner Steam-Bibliothek. Vieles durchs Humble Bundle und so. Und einiges, man konnte ja tatsächlich, ich sag mal, vor einiger Zeit tatsächlich die, ich glaube, ich muss mal zurück und habe was übersehen. Man konnte vor einiger Zeit, wo Humble noch relativ neu war, wenn das überhaupt, also es gibt ja vielleicht auch Leute, die das noch nicht kennen, ich kann es mal nebenbei erklären, gleich vorab, nicht sponsored, ich erzähle das nebenbei, weil es mir gefällt, weil ich es geil finde. Spiele zu kaufen, die nicht so viel kosten, wie man sonst für Spiele wahrscheinlich ausgeben würde. Und es geht an Charity, an wohltätige Zwecke. Man kann halt auf Humble Bundle tatsächlich Spiele kaufen im Monatsbundle oder halt in so Aktionsbundle, die halt für 14 Tage oder eine Woche erreichbar sind quasi. Hat man so mehrere Kategorien, zahlst 1 Euro, zahlst 5 Euro, zahlst 15 Euro, je nachdem, und je mehr du zahlst, je mehr Spiele kriegst du in der Regel. Das ist so geclustert. Also, wer es nicht kennt, schaut sich gerne mal an. Ich finde es geil. Ich habe es auch in der Video-Info immer verlinkt. Ne? Nur mal so am Rande. Es gibt aber auch so ein sogenanntes Monatsbundle. Das gibt es auch noch nicht so lange. Also, in der Relation so lange. Es gibt schon ein paar Jahre jetzt, aber das kam dann irgendwann später dazu. Da kriegt man halt für einen festen Preis eine feste Anzahl an Spiele. Anfangs wusste man nicht, was man genau, was man kriegt. Man hat halt so zwei, drei Spiele gekriegt. Und der Rest war so ein bisschen wundertütenmäßig. Mittlerweile sieht man direkt, was man kriegt. Leider auch ein bisschen teurer geworden, aber die müssen ja auch von irgendwas leben, logischerweise. Aber immer noch im Verhältnis gesehen sehr günstig. Man zahlt, glaube ich, aktuell für das große Bundle, für das große Monatsbundle irgendwie 20 Euro oder so. Knapp, nicht ganz. Und man kriegt Spiele im Wert von mehreren hundert Euro. Also das sollte man sich auch mal überlegen.
Und es ist natürlich nicht immer was dabei, was jedem gefällt, aber ich wurde bis jetzt noch nicht enttäuscht. Daher kommt auch ein Großteil, wie gesagt, meiner Spielesammlung. Und es ist aber auch so, dass man, wo ich auf hinaus zurück wollte, ist, am Anfang, wo das alles so losging, gab es halt so Bundles, die waren halt da, aber man konnte halt nicht die Spiele einzeln einlösen. Man hat halt ein Bundle gekauft, für, sei es 1 Euro oder für 5 oder vielleicht auch 10 und mehr. Und hat jetzt so 10 Steam Keys gekriegt und man hat das halt eingelöst und man hat alle Steam Keys auf einmal eingelöst. Hat man natürlich auch Spiele, die man nicht unbedingt mochte oder spielen würde wollen. Aber dadurch habe ich auch Spiele entdeckt, die ich wahrscheinlich vielleicht so sonst mir überhaupt nicht angeschaut hätte. Ganz schön viel Falmer hier auf dem Haufen, ne?